Tiere, die du nur in Australien finden kannst. Australien, in der südlichen Hemisphäre gelegen, ist der kleinste Kontinent der Welt mit seiner Hauptstadt Canberra und der größten Stadt Sydney. In Australien können wir eine einzigartige Vielfalt an Tieren und Pflanzen finden. Mehr als 80% der Säugetiere und Reptilien dort können nirgendwo anders auf der Erde gefunden werden. Aber vor allem ein verängstigtes Känguru-Junges zu sehen, das in den Beutel seiner Mutter hüpft, ein Koala, der im Eukalyptusbaum schläft, die Geburt eines neuen Schnabeltiers, das sich durch das Wasser fortbewegt, ein Flughörnchen, das von Baum zu Baum schwebt und ein Leierschwanz, der mit seinem prächtigen Schwanz spazieren geht. Es sollten ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, um die Brände in Australien zu stoppen und diese Katastrophe zu verhindern. Nummer 1. Känguru. Wusstest du, dass die Känguru-Population in Australien größer ist als die der Menschen? Kängurus sind das Nationalsymbol Australiens und sind soziale Tiere, die in Gruppen von mindestens 3 oder 4 Tieren leben. Weibliche Kängurus können das Geschlecht ihres Nachwuchses vor der Geburt bestimmen und können die Schwangerschaft sogar verzögern, wenn die Umweltbedingungen ungeeignet sind und die Überlebenschancen des Nachwuchses gering sind. Baby-Kängurus, deren durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Mutterleib 7 Wochen beträgt, springen in den Beutel ihrer Mutter, wenn sie Angst haben. Das einzige große Tier, das springt und sich gleichzeitig bewegt, ist das Känguru und dadurch können sie leichter und effizienter weite Strecken überspringen. Nummer 2. Koala. Es ist schwer, sich den niedlichen Gesichtern der Koalas zu entziehen. Koalas, die nur 2 Stunden des Tages aktiv sind und den Rest des Tages in den Bäumen schlafen, nehmen ihre Energie und Flüssigkeit auf, indem sie die Blätter des Eukalyptus fressen. Wie die meisten von uns in der Kindheit sind sie Säugetiere, die Nahrung in ihren Backentaschen speichern, bevor sie bereit ist, gekaut zu werden. Baby-Koalas werden im Durchschnitt mit 500 Gramm geboren und entwickeln sich im Beutel ihrer Mutter für etwa 5 Monate. Nummer 3. Stacheliger Ameisenbär. Nein, das ist kein Igel. Obwohl ihr Aussehen auf den ersten Blick dem Igel ähnelt, sind sie nicht eng mit ihm verwandt. Stachelige Ameisenbären sind eierlegende Fleischfresser. Da sie ein sehr, sehr kleines Maul haben, ernähren sie sich von kleinen Tieren wie Ameisen und Würmern. Der stachelige Ameisenbär, der normalerweise gerne allein lebt, beginnt hinter anderen herzulaufen, wenn es Zeit ist, sich zu paaren. 3 bis 4 Wochen nach der Paarung legt das Weibchen 3 Eier in ihrem Beutel und bringt nach 10 Tagen ein winziges Baby zur Welt. Nachdem es etwa 8 Wochen in diesem Beutel gelebt hat, beginnt der junge Ameisenbär zu wachsen und bricht aus dem Beutel aus. Nummer 4. Schnabeltier. Das Schnabeltier hat einen Schnabel wie eine Ente und Gift wie eine Schlange. Das Schnabeltier ist eines der bekanntesten giftigen Säugetiere der Welt und ist eine Kombination aus Ente, Biber und Zobel. Schnabeltiere mit eierlegenden und giftigen Eigenschaften sind kleine, dunkelbraune Säugetiere. Schnabeltiere haben auch ein Tauchverhalten. Sie können bis zu 15 Minuten unter Wasser bleiben und leben in kleinen Bächen und Flüssen entlang der östlichen Küstengebiete Australiens. Nummer 5. Wombat. Wombats sind in Australien heimisch und leben hauptsächlich in den bergigen Regionen Südaustraliens. Ihr plumpes Aussehen macht sie gefügig und langsam, aber sie können mit 40 Kilometern pro Stunde rennen. Es dauert etwa 2 Wochen, bis die Wombats, deren Stoffwechsel sehr langsam ist, ihre Nahrung vollständig verdaut haben. Dies ermöglicht es ihnen, in rauen und trockenen Bedingungen zu überleben. Nummer 6. Wallaby. Die Wallabies sind das kleinste kaninchengroße Mitglied der Känguru-Familie in Australien und werden häufig in den Südstaaten gesehen. Die häufigsten Arten sind das Agile Wallaby und Red-Necked Wallabies, die den Kängurus sehr ähnlich sind. Ihre Verwandten haben wie die Kängurus extrem breite und lange Hinterbeine und Füße, die es ihnen ermöglichen zu springen. Nummer 7. Fliegendes Eichhörnchen. Eines der liebenswertesten Tiere der Welt ist das fliegende Eichhörnchen. Fliegende Eichhörnchen, die wie eine Mischung aus Fledermaus, Eichhörnchen und Hamster aussehen, sind tagsüber schlafend und nachts aktiv. Sie können etwa 100 Meter in der Luft gleiten, indem sie die haarbedeckte Struktur zwischen den Vorder- und Hinterbeinen nutzen. Wenn wir gleiten sagen, meinen wir natürlich, dass sie von einem Baum zum anderen gleiten. Nummer 8. Stacheliger Teufel. Dornteufel sind die einzige Art der Gattung Moloch, die nur in Australien vorkommt. Dornteufel ernähren sich ausschließlich vom Verzehr von Ameisen und können an einem Tag Tausende von kleinen schwarzen Ameisen verzehren. Wenn sie angegriffen werden, blähen sie ihren Körper auf, um größer und gefährlicher auszusehen.
Sie sind im Frühling aktiv, da sie weder sehr heißes noch sehr kaltes Wetter mögen. Nummer 9. Inland-Taipan. Der Inland-Taipan ist eine der giftigsten Schlangen der Welt und lebt in Australien. Diese Schlange, deren Farbe sich je nach Jahreszeit ändert, hat eine agile Struktur, die es schaffen kann, 8-mal in einem einzigen Angriff zuzubeißen. Jeder Biss ist in der Lage, 100 erwachsene Menschen oder 250.000 Mäuse zu töten. Wenn der Biss unbehandelt bleibt, kann er einen Menschen in 30 bis 45 Minuten töten. Nummer 10. Tasmanischer Teufel. Wütend, gefährlich, unersättlich. Diese Zeichentrickfigur aus den Looney Tunes ist nicht weit von den realen Eigenschaften des Tasmanischen Teufels entfernt. Tasmanische Teufel sind Fleischfresser, die nur in den wilden Wäldern der Insel Australiens vorkommen. Der Tasmanische Teufel, der für seine Bisskraft bekannt ist, kann bis zu 13 Kilometer pro Stunde laufen. Sie erscheinen oft nachts zum Fressen und sind auch sehr gute Schwimmer. Leider sind diese Arten seit den 90er Jahren gefährdet und stehen deshalb unter Naturschutz. Nummer 11. Goanna. Goanna-Echsen, die auf der Dampier-Halbinsel in Westaustralien leben, sind die viertgrößte Art der Erde. Goannas, die bis zu 2 Meter lang werden können, galten früher als ungiftig. Aber Tierwissenschaftler haben entdeckt, dass diese riesigen Echsen Giftdrüsen haben, die denen von Schlangen ähneln. Der Goanna, der nicht zögert, seinen starken Schwanz, scharfe Zähne und Krallen zur Verteidigung einzusetzen, ist dafür bekannt, dass er mit etwa 40 Kilometern pro Stunde rennen kann. Nummer 12. Leierschwanz. Leiervögel sind eigentlich australische Bodenbewohner, die die Fähigkeit haben, schlecht zu fliegen, um mit ihrem interessanten Aussehen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die männlichen Leiervögel haben einen auffälligen und ausgefallenen Schwanz, der etwa 7 Jahre braucht, um zu wachsen. Sie sind bekannt für die Fähigkeit, jedes Geräusch zu imitieren, das sie hören, angefangen vom Geräusch der Säge über den Automotor, weinende Babys bis hin zu Klingeltönen und sogar Wörtern. Nummer 13. Der Eisvogel. Auch wenn der australische Eisvogel ein Reiher ist, hat das keinen Einfluss auf seine Ernährung und deshalb sind sie nicht gezwungen, am Wasser zu leben. Eisvögel sind Fleischfresser. Sie jagen Küken und fressen fast alles. Wie andere Reiher auch, haben Eisvögel große und volle Körper, kurze Hälse, lange und gepunktete Schnäbel und kurze Beine. Die Eisvögel sind berühmt für ihr hysterisches und menschenähnliches lautes Lachen, welches sie meist während des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs von sich geben. Und sie singen oft im Chor, um ihr Revier zu markieren. Aufgrund der globalen Erwärmung und der steigenden Temperaturen haben die Waldbrände in Australien 4 Monate gedauert und es wird geschätzt, dass etwa 500 Millionen Tiere umgekommen sind und 24 Menschen ihr Leben verloren haben. Der größte Grund für dieses schreckliche Problem ist, dass die Menschen sich der globalen Erwärmung und des Klimawandels nicht so bewusst sind. Okay, aber wo soll ich anfangen? Höre ich dich fragen. Du kannst damit anfangen, einen Baum zu pflanzen, Solarenergie zu nutzen, Elektrowerkzeuge auszuschalten, weniger Papierhandtücher zu benutzen und energiefreundlichere Glühbirnen zu verwenden. Behalte im Hinterkopf, heute ist es noch nicht zu spät, die 13 Tiere zu retten, die du nur in Australien sehen kannst. Aber morgen könnte es sein.